Geh rüber, bitte. Ja. Da? Ja, da. Mal ein bisschen Ventilator. Ja. Ich habe gehört, bei Hitze soll man Tee trinken. Was? Nein. Heißen Tee? Jetzt? Nee. Niemals. Bitte nicht. Der Sommer kommt, er wird heftig. Was man dagegen tun kann, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja. Ich schwimme weg, ich schwör's euch. Wie geht's dir eigentlich im Dachgeschosszimmer? Wie lebst du eigentlich noch? Ich weiß es auch nicht. Also bei uns ist ja schon heiß, aber bei dir kann man Spiegelei auf dem Laminat brutzeln. Ja, ich habe noch nicht mal richtig ausgepackt und ich habe einfach schon keine Luft mehr da oben. Ich glaub's dir aufs Wort, ja. Aber irgendwas muss doch da geben. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Was kann man machen? Es gibt natürlich die Klimaanlagen, ja? Die sind halt aber auch echt teuer und verbrauchen recht viel Strom. Also so eine Klimaanlage wäre schon Luxus da oben. Schauen wir uns doch mal die Alternativen an. Die DIY-Sommerhacks für euch. Also, jeder hat bestimmt einen Ventilator zu Hause, das haben die meisten. Und da kann man schon einiges mitmachen, nämlich... Anmachen. Anmachen. Anmachen hilft, ja, ja. Man kann ein nasses Handtuch einfach über den Ventilator hängen. Und dann verteilt ihr nicht nur die heiße Luft, sondern kühlt auch noch ganz angenehm. Fantastisch. Ich hab auch noch was. Und zwar, guck mal hier. Einfach Eiswürfel in so einer Schüssel oder kaltes Wasser vor den Ventilator stellen und dann verbreitet sich direkt die kühle Luft im Raum und die Verdunstungskälte verteilt. Puh, Physik. Aber, na gut, ich brauche heute mal Eiswürfel. Prima, Herr. Ich halte das jetzt einfach die ganze Zeit wieder. Also eigentlich liebe ich den Sommer ja auch. Ich meine, Limo und Co. sind ja wirklich für den Sommer gemacht. Ja. Aber es gibt auch was anderes. Und zwar, Wasser löscht ja eigentlich am besten den Durst. Aber Wasser ist langweilig. Und da habe ich was vorbereitet, denn man kann ganz einfach Limetten oder Zitronen in Wasser tun. Boah, und weißt du, was dazu richtig cool wäre? Frische Minze, das ist der Knaller. Irgendwie wusste ich, dass du das sagst. Habe ich auch dabei. Der Nein. Mann ist vorbereitet. Hast du auch Gläser? Natürlich. Alles da. Ich packe das da mal rein, ja? In Limette? Ja, ne? Ja, komm mal rein. Aber Wasser ist ja schön und gut, aber hast du irgendwas mit ein bisschen mehr Geschmack? Natürlich. Und zwar selbstgemachter Eistee. Ich meine, jeder hat ganz viele verschiedene Teesorten zu Hause. Es wird nie langweilig. Und man hat ein super erfrischendes Getränk. Mhm. Der Typ ist schlau. Mhm. Ja, rein damit. Ja, Prost, ne? Ja, auf den Sommer. Kennt ihr das an so super heißen Tagen? Mhm. Ihr habt Hunger, so wie ich jetzt gerade, aber habt nicht so wirklich Bock, jetzt wegen des Warmes zu essen? Ja. Das stimmt. Und da habe ich auch ein perfektes Rezept für dich, denn ihr habt ja schon einen Mixer. Mhm. Das ist super. Wie kam der denn daher? Und ich mache mir dann immer gerne Smoothies. Und dazu braucht man nicht viel. Man braucht einfach nur ein paar Beeren, etwas Joghurt, Honig für die Süße und etwas Milch. Kann man natürlich auch alles auch vegan machen. Und et voilà, ihr habt den perfekten Sommerdrink. Okay. Ja, dann machen wir das gleich mal, oder? Also die vielleicht nicht rein. Nein. Erst das. Milch. Ein bisschen, bisschen Honig. Für die Süße. Oh, das war ein bisschen zu viel. Egal. Krass. Rein. Und? Soll ich direkt auf zwei? Nee, warte. Das ist bestimmt einfach nicht. Gefrorenen Bären. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen nachhelfen. Hast du nicht gemacht? Das habe ich kaputt gemacht. Stopp. Stopp. Also, wir haben noch ein paar Tipps und Tricks für euch. Nämlich, total wichtig ist, am besten einen kühlen Kopf bewahren. Eben einen kühlen Kopf bewahren. Die Fenster auf jeden Fall verschließen am Tag, damit die Wärme nicht reinkommt. Und Thema Fenster, am besten auch ans Lüften denken. Ordentlich lüften. Am besten in der Früh, wenn es noch schön kalt ist, dann tagsüber die Fenster zumachen. Mhm. Wenn man wirklich vor Hitze stirbt, auch irgendwie dunkel machen oder sowas. Am besten dunkel machen, lass die Sonne nicht rein. Lass sie nicht rein. Lass sie draußen, es wird zu warm. Das stimmt. Auch gut, Teppiche im Sommer einrollen und in den Keller verbannen. Freie und glatte Flächen sammeln die Wärme nicht so im Raum und es bleibt kühl. Bleibt schön kühl. Habt ihr euch als Kinder auch immer früher auf den Boden gelegt, wenn es so heiß war? Klar, auf dem Fliesenboden. Mega gut. Super gut. Ich habe aber auch noch was. Denkt daran, auf jeden Fall eure Elektrogeräte auszustöpseln. Ist eh immer besser. Man unterschätzt es wirklich, wie viel Wärme solche Geräte auch noch im Standby-Modus abgeben.
Ja, das war doch schon mal so ein sehr guter Start. Mhm. Gute Zusammenfassung. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was eure besten Tipps im Sommer sind und Tricks, um ja, den Sommer zu überleben, dann packt ihr doch mal in die Kommentare und schreibt rein, was ihr so macht. Boah, ich hab noch was. Ja. Sorry. Aber richtig gut ist, wenn ihr einfach eine Wärmflasche nehmt, abends bevor ihr ins Bett geht und dort ganz, ganz viele Eiswürfel reintut. Oh. Das ist der Knaller. Hab ich auch noch nie probiert. Das hat mich echt in ganz vielen Sommern echt gerettet. Also eure Geheimtipps gerne in die Kommentare und ansonsten lasst uns einen Daumen da, abonnieren, auf die Glocke. Ja, auf das Ding da drücken. Ja, das ist wirklich so heiß. Gehen wir nachher noch ins Freibad? Ja. Klar, los geht's. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.